Ja, hi, hier ist nochmal Faster Bikes und wir starten heute ein Experiment. Was haben wir vor? Wir haben hier einen Tesla. Wir haben hier ein Scott Genius LT mit Barfangmotor in der Standardausstattung. Und was machen wir? Wir werden versuchen, mit dem Barfang den Tesla ein Stück weit zu ziehen. Das Rad hat Standardausstattung. Wir haben hier 53,2 Volt, ist nicht mal ganz aufgeladen. Noch ein bisschen Muskelpower dazu, das sollte reichen, um den Tesla auf 100 km/h zu beschleunigen. Nein, natürlich nicht. Und gleichzeitig machen wir das noch mit dem neuen Anker-Kabel. Die versprechen ja, dass das Kabel ganz leicht ein Auto ziehen kann. Und das probieren wir heute aus. So, welchen Knoten machen wir? Mastwurf. Gut, dann lassen wir das die Silvia gleich machen und kommen gleich zu euch zurück. Okay, wir haben das Kabel befestigt. Bereit zum Lostreten. Vorne ist ein kleineres Kettenblatt dran, um ein bisschen Umdrehungen zu bekommen. Ansonsten alles normal, 36er Standard, Shimano Ritzel. Und dann legen wir los. Rainer, alles klar? Gut, dann 3, 2, 1, los! Das Kabel hat es nicht ausgehalten. Gut, da muss was Stärkeres her, oder der Motor ist einfach zu stark. Also wir machen jetzt den Mastwurf dran, weil der von der Bruchlast her nichts am Kabel in dem Fall reduziert. Jeder andere Knoten würde genau am Knoten das Seil oder das Kabel reißen lassen. Im Prinzip ist der Mastwurf da der sicherste, dass so die Bruchlast nicht reduziert wird. So, neuer Versuch. Selbes Kabel, neu geknüpft. Schauen wir mal, ob jetzt das Versprechen gehalten wird. Okay. 3, 2, 1, los! Greifen wieder. So, dritter Versuch. Das Ankerkabel hat zweimal nicht funktioniert als Abschleppseil, also kauft euch besser ein anderes. Wir nehmen jetzt einfach ein Standard dünnes Seil und schauen mal, wie es mit dem klappt. Pilot. Gut. Dann 3, 2, 1, los. Okay, neuer Versuch, neues Glück. Nach einer kleinen Trainingsrunde mit dem Radl und einem Bier haben wir jetzt ein bisschen die Technik umgestellt. Das sollte eigentlich klappen. Der Motor schafft es, nur ich war ein bisschen außer Gleichgewicht. Doch nicht so einfach, wenn hinten noch etwas dranhängt und gleichzeitig die Balance zu halten. Gut, probieren wir es aus. Okay, 3, 2, 1, los! Zieht immer noch. So, diesmal hat es geklappt, ein bisschen Schlangenlinien waren noch dabei, wahrscheinlich war es vom Bier, aber an sich könnten wir jetzt noch bis 60 km/h beschleunigen, das wäre kein Problem gewesen. Ich glaube, der Tesla-Fahrer, der hat zwischenzeitlich auch noch ein bisschen rekuperiert, ein bisschen Strom aufgesaugt, aber der Motor ist stark genug, muss sogar ein bisschen die Leistung wegnehmen, sonst wäre das Rad gestiegen. Ja, das war der Beweis. Das Ladekabel hat es nicht ausgehalten, der Barfang stark wie immer.